Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer hätte gedacht, dass die Diskussion über altes Geschirr, Sie verzeihen mir die Anführungszeichen, so lebendig werden kann. Herr Scheel, ich bin erstaunt darüber, dass Sie diese Debatte heute kurz vor der Sommerpause hier aufs Tapet bringen. In der Tat frage ich mich, warum wir diese Diskussion nicht erst einmal im Ausschuss führen. Und im Übrigen kann ich auch gar nicht glauben, dass Ihnen nicht die Insider-Informationen sowieso bekannt sind, denn sowohl die CDU als auch die Linke haben ausreichend Nähe zur Geschäftsführung, zu den Vorgängen in der Manufaktur. Insofern hätte Ihre Ausführung dazu, wie Risiken Ihrer Ansicht nach behoben und Experimente beendet werden können, deutlich klarer ausfallen als Ihr Redebeitrag. Zur CDU und SPD, Sie erfreuen uns mit Ihrem frisch erwachten Lokalpatriotismus. Gern mehr davon, nicht nur für Sachsen, sondern für ganz Deutschland. Aber auch das war ein bisschen am Thema vorbei. Denn tatsächlich haben auch Sie nicht gesagt, wie man der Manufaktur oder den beiden GmbHs, wie man ihnen helfen kann. Dass die Investitionsgüter, dass die Kultursammlung staatlich erhalten werden muss, ich denke, darüber besteht in diesem Hohen Hause Einigkeit. Wie man aber mit der nach wie vor defizitären Produktionsgesellschaft umgeht, dazu fehlen unserer Ansicht nach derzeit die innovativen Konzepte. Und dazu muss auch gesagt werden, dass für die Bürger, die seit Jahren auch Steuerzahlermillionen indirekt oder direkt in das Unternehmen einfließen lassen, und zwar meistens ohne großartige Transparenz, dass die genau diese Transparenz verdient haben. Und deswegen wird die AfD an dieser Stelle sich nicht an der Preisung des Meißner Porzellans beteiligen, dass wir es für ein Kulturgut halten und für einen Ausweis sächsischer Handwerkskunst weit über die Grenzen hinaus. Ich denke, auch das ist selbstverständlich und gar nicht unbedingt notwendiger Bestandteil dieser Debatte. Was wir möchten, was wir fordern, ist, dass in den entsprechenden Gremien darüber diskutiert wird, wie beides geschafft werden kann, eine konservative Haltung zum Bewahren dessen, was uns allen kulturell wichtig ist, aber eine innovative Herangehensweise für die Produktions-GmbH. Und da denken wir, dass eine Teilprivatisierung dieser noch in staatlichen Händen befindlichen Produktions-GmbH ein möglicher Weg wäre, damit das erreicht wird, was bei anderen Porzellanmanufakturen in Deutschland, wie zum Beispiel der Berliner Porzellanmanufaktur oder beim Nymphenburger Porzellan erreicht wurde, dass defizitäres Handeln beendet werden kann. Und wir halten den Weg in andere Lifestyle-Produkte, der eingeschlagen wurde, persönlich für wenig aussichtsreich. Das, was die Marke ausmacht, ist nun einmal das Porzellan und nicht Handtaschen, Krawatten, Zubehör oder Ähnliches. Und deswegen möchten wir den Weg einer Teilprivatisierung weiter diskutiert haben, damit nämlich das, was Sie wollen, Herr Scheel, jetzt hört er gar nicht mehr zu, erreicht werden kann, dass nämlich Arbeitsplätze gesichert werden, dass dieses Unternehmen nicht weiter bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschrumpft werden muss. Hier muss gutes, verantwortungsvolles staatliches Handeln und Unternehmertum zusammengeführt werden. Und ich denke, dass gerade diese Produktions GmbH ein Management braucht, das eben zukünftig bessere Erfolge zeitigt als bisher. Herzlichen Dank.